Hallo zusammen und willkommen zum neuesten YouTube-Tutorial. Diesmal wird es etwas anders aussehen. Wir machen mal ein Tutorial zum Thema Hardware und sprechen über ein paar LED-Dimmer und wie wir diese selbst hacken können. Ja, worum geht es im Grunde? Ich habe hier diesen Zigbee-Dimmer gekauft, den ich für mein Wohnzimmerlicht verwenden wollte. Es geht von 12 bis 24 Volt, 6 bis 15 Ampere maximal. Für kalt und warm weiß. Hat bei mir nicht funktioniert, weil meine LED-Leuchten im Vergleich. Was ist, wohin? Genau, meine LED-Leuchten im Vergleich 36 bis 12 und 36 Volt benötigen, statt 12 und 24. Hab das gewusst, aber ich habe gehofft, dass es trotzdem funktionieren wird, hat es nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schraube das mal auf und schaue mir diese Dinge an. Ich habe zwei Leuchten davon. Das ist das ältere Modell und das ist das neuere Modell. Und man sieht, die sind auch ein bisschen anders verkabelt. Hier hat man zwei Minuspole für die LED-Leuchten und beide Pluspole werden in einem verbunden. Und hier hat man für jeden Strip ein eigenes Ausgang. Genau, ich habe diese zwei mal aufgeschraubt. Ich lege mal die Dinger hier zur Seite. Und die werden im Grunde von solchen Fernbedienungen ferngesteuert, das sendet auf 2,4 GHz und theoretisch sollten die auch laut der Anleitung miteinander sprechen können, tun sie aber nicht, funktionieren nicht, ich habe es nicht hinbekommen, deswegen möchte ich das jetzt ersetzen. Wir legen mal die Anleitungen, die Fernbedienungen weg und schauen uns das erste Modul an. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Board, kleines Logic Board, welches auf einem größeren aufgesteckt ist. Und das fand ich echt cool, weil ich habe mir gedacht, dieses Ding ist das Gehirn von dem ganzen Teil und das kann ich theoretisch abziehen und austauschen. Man sieht hier auch ein paar Beschriftungen, zum Beispiel hier oben Ground, PWM1, PWM2, VDD, M1 und M2. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video. Ja, und jedenfalls denke ich mit den zwei PWM. Mit PWM-Signalen kenne ich mich ein bisschen aus und theoretisch könnte ich diese auch selbst injecten, indem ich das Teil entferne und hier mein eigenes draufstecke. Weil das ist nur für den RF-Empfang gedacht, das brauche ich theoretisch nicht mehr, wenn ich da mein eigenes bauen kann mit einem ESP32 oder irgend sowas in der Art. Aber ja. Schauen wir uns mal den anderen an. Ich fange mit diesem hier an. Bei dem anderen, warum ich nicht mit diesem anfange, weil da ist es aufgelötet, dieses Board, und es hat die Stromversorgung, ist integriert mit dem Gehirn. Und das müsste ich hier dann ablöten. Es sieht in etwa genauso aus, hat aber weniger Pins. In dem Fall nur zwei PWM-Pins, ein Ground und ein V-In-Pin. Und ja. Ich denke, das wird es einfacher sein zu ersetzen als das, weil hier haben wir mehr Pins. Aber wir fangen mal mit diesem an, weil das ist verständlicher. Und da habe ich auch nicht gleich die 250 Volt drauf, weil hier auf der Seite wären 250 Volt. Genau. PWM. Als ich das gelesen habe, fand ich es geil, weil ich weiß so ein bisschen, wie PWM funktioniert und kann es wahrscheinlich auch selbst generieren. Wenn wir uns mal anschauen, ich habe hier mal ein kleines Diagramm gemacht, um euch PWM-Signale zu erklären. Wir haben hier oben einen Takt, der wiederholt sich bis in die Unendlichkeit. Und der Takt ist immer fest. Daran kann ein Prozessor erkennen, wenn Daten reinkommen. Wenn zum Beispiel das Datum zu einem bestimmten Zeitpunkt von 0 auf 1 wechselt und eine bestimmte Zeitdauer 1 ist, dann wird die CPU das als Datenpaket empfangen. Hier wäre es zum Beispiel für zwei Takte 0, also wären das zweimal die 0. Wenn wir mal das mal anschauen, 0, 1, 0, 0, 1. Das wäre so eine Datenübertragung zum Beispiel in Bezug auf den Takt. Wenn wir uns mal ein PWM-Signal anschauen, das sieht etwas anders aus. Das hat ein Duty Cycle, das ist, geht vom Start bis zum Ende des Taktes. Das wäre unser Duty Cycle. Und die Auslastung davon ist dann hier, also wie lange ist denn unser Cycle 1, weil hier ist 1,0 immer fest vorgegeben bei einer Datenübertragung. Hier kann innerhalb dieses Bereichs
1, das Signal 1 oder 0 sein, aber immer angefangen von der linken Seite. Das heißt, wenn wir von hier gehen bis dahin, sehen wir ein Quadrat, ist das Ding 0, aber 1, 2, 3, 4 Quadrate ist es 1. Also die Auslastung ist 4 Fünftel. Hier haben wir dasselbe Auslastung, 4 Fünftel, dann haben wir hier 3 Fünftel, 3 Fünftel und dann 1 Fünftel. Und dadurch kann man dann erkennen, wie viel Leistung im Grunde freigeschaltet wird, wenn man das auf über einen Transistor mit einem 36 Volt Signal verbindet. Und dadurch kann man sagen, okay, das Ding leuchtet 4 Fünftel einer Zeiteinheit, also ist es ein sehr starkes Licht. Das leuchtet 3 Fünftel einer Zeiteinheit von hier bis hier, also ist das Licht etwas schwächer, und hier leuchtet es nur ein Fünftel von hier bis hier, also ist es ganz schwach. Und das ist im Grunde ein PWM-Signal, wir werden es gleich noch in Aktion sehen. Wenn ich das mal entferne oder beiseite lege. Und wir schauen uns jetzt das PWM-Signal von diesem Teil an. Was wir erst machen werden, ist hier so eine Gabel, und ich verbinde die über Schokoklemmen. Aufpassen, dass sie hier gut verbunden sind. Und ich übernehme keine Haftung, falls ihr euch selbst grillt. Deswegen aufpassen. Ich habe es hier gut verbunden. Ich stecke das in den. Mir am besten sollte das Teil einen eigenen Schalter haben, wo man es schnell ein- und ausschalten kann. Jetzt lege ich das mal so beiseite, sodass ich gar nicht erst zum Hochvoltbereich komme. Wir machen das auch weg. Die Fernbedienung werden wir gleich benötigen, und ich hole mein Oszilloskop. Da haben wir ein Oszilloskop, seht ihr. Genau, ich denke, ihr solltet das gut sehen können. Wir nehmen den ersten Kanal, das ist der erste Kanal. Den zweiten brauchen wir erstmal nicht. Und wie man so ein Oszilloskop verwendet, ist, man hat hier zwei Pins. Ein Ground-Pin, Ground-Klemme, und dann den Pin, den man an die Daten hängt. Den Ground-Pin muss man an einen gemeinsamen Ground-Anschluss hängen, und den Datenpin kann man abziehen, sodass man irgendwo drauf drücken kann. Der geht dann zu unserem Datum. Wir schalten mal das Signal ein. Die Leuchte leuchtet, da ist jetzt Strom drauf, am besten irgendwo anfassen mit den Händen. Und jetzt gehen wir zu einem der PWM-Signale. Und wie ihr seht, hier oben ist das Signal bei dem Kanal 1. Wir können das jetzt etwas nach unten schieben. Ich glaube, das war hier. Ich schiebe das mal runter. Genau, und wir machen es etwas größer, dass ihr es sehen könnt. Und das ist genau das, was ich euch vorhin gesagt habe. Das Signal fängt hier an und hier endet es. Und das ist jetzt die Dauer des Signals. Also es leuchtet relativ schwach. Wenn ich jetzt die Fernbedienung nehme und ich mache das Licht heller, werdet ihr sehen, wie dieses Signal sich ändert. Wie ihr seht, der Duty Cycle wird immer größer, 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 bis er dann 100% erreicht, und da leuchtet dann die Lichter so stark, wie es nur geht. Und wenn wir das jetzt wieder schwächer machen, ich muss mal den Trigger verschieben, damit es nicht so durch die Gegend springt. Genau, und das ist im Grunde das PWM-Signal für das erste Licht. Für zum Beispiel kaltweiß oder warmweiß. Wenn wir das jetzt mal mit dem zweiten Pin, PWM-Pin anschauen, das ist jetzt Position. Und Trigger. Das ist ähnlich, nur dass das jetzt für den Kaltweißbereich gilt. Wir können das genauso ändern. Und ich könnte jetzt beide Pins hier anzuschließen, ich habe noch den zweiten Pin, dann würdet ihr eigentlich die zwei PWM-Signale in Verbindung zueinander sehen. Aber leider habe ich hier nicht viel Platz, aber wir könnten es mal probieren. Nicht auf Ground anfassen. Genau, wir machen das mal. Ich
mache die Grundklammer von diesem hier weg, weil wir brauchen sie nur bei einem. Oder ich klemme mich hier an das Signal. Die Grundklammer klemme ich hier dran. Na, klappt das? Okay, jetzt seht ihr das erste Signal und wenn ich mal das zweite Signal versuche zu empfangen, da seht ihr das zweite Signal, das sind die zwei Signale, ich kann das jetzt noch etwas größer, nicht so groß, genau so sind die. Und wenn ich jetzt das Licht kalt, wärmer oder kälter erstrahlen lasse, werdet ihr sehen, dass die sich im Verhältnis zueinander verändern. Ich mache das Licht wärmer, dadurch wird der eine Duty Cycle kleiner und dieser wird größer, wie ihr seht. Die andere Richtung wird es andersherum. Und so funktioniert es. Im Grunde muss ich diese zwei PWM-Signale da einspeisen und sagen, okay, wenn ich mehr kaltes Licht will, dann mache ich für den Duty Cycle des PWM-Signals für das kalte Licht größer. Wenn ich mehr warmes Licht haben will, dann mache ich das für den warmen Licht, für das warme Licht oder umgekehrt. Ja, und so würde es dann theoretisch funktionieren. Gut, ja, dasselbe können wir auch noch mit dem anderen Produkt machen. Wir schalten den Strom aus, ziehen die Klammer ab. Immer Strom ausschalten, falls ihr nicht irgendwas grillen wollt. Das Ding ziehen wir raus, um uns mal an dem anderen Element zu versuchen. Weil wir hatten hier ja noch dieses, damit das ist etwas gefährlicher, wenn wir hier nehmen die Vakuumklemmen ab, mache ich hier drauf, hier aufpassen, nichts auf der Seite berühren und am besten auch nie auf die unten drunter, selbst wenn ihr den Strom abgezogen habt, weil hier sind ein paar Kondensatoren drauf, die können Strom haben, selbst nachdem man das System vom Strom getrennt hat. Schön kontrollieren, dass es fest sitzt. Jetzt können wir das hier anschließen. Okay. Und wir haben hier unsere vier Pins. Wir wissen, eins davon ist Strom und das andere ist Ground. Wir müssen herausfinden, welches Ground ist. Wenn wir uns mal jetzt an eins der Datenpins dran klammern, werden wir hier nicht sehr viel erkennen, wahrscheinlich. Weil wir müssen uns halt mit einer Ground-Klemme an einem gemeinsamen Ground anklemmen, damit das Oszilloskop überhaupt herausfinden kann, wie das Signal aussieht. Wenn wir uns mal die Verpackung dafür anschauen, das sagt mir hier, ich habe LED-, LED- und LED+, also das sind zwei Grounds. Ich kann mich hier dran klemmen und dann mein anderes Ground suchen. Das ist das Grüne, das ist Kanal 2, Kanal 2 ist blau. Wenn wir uns mal das blaue Signal anschauen, wie sich das ändert. Ach, ich habe noch gar nicht eingeschaltet. Jetzt habe ich es eingeschaltet und jetzt fiebt das auch. Wir schauen uns mal an, wie das Signal sich ändert. Wie ihr seht, da ist das PWM-Signal, das haben wir ja schon mal gesehen. Und dann das andere wird gerade nicht wirklich übertragen. Wir können das ein bisschen erhöhen. Bisschen niedrigen. Genau, das ist unser Signal. Wie ihr seht, es hat sehr viele Störeinflüsse. Wir müssen mal den Trigger ändern. Ich sehe es gerade nicht. Source auf 2. Da, das ist unser Signal und wie ihr seht, das hat sehr viele Störeinflüsse. Warum? Weil wir an einem Ground hängen, welcher noch andere Faktoren
mit einbezieht. Wenn wir uns aber an das echte Ground anhängen, das ist hier in dem Fall relativ schwierig von dem Mikrocontroller, werden wir sehen, jetzt ist das Signal sauber. Also ihr müsst auch immer wissen, an welchem Ground ihr gerade hängt, um ein sauberes Signal zu bekommen, weil je nachdem kann es extrem hässlich werden. Wie ihr seht, da sieht man noch einige Störfaktoren, die vom Controller selbst dann in den Kanal eingespeist werden. Aber wie wir sehen, das funktioniert genauso. Ich denke, ich würde dieses hier, ich schalte es mal aus, dieses hier zuerst modifizieren. Das werden wir im nächsten Video uns dann anschauen. Und ich werde das hier ersetzen und versuchen, es mit meinem eigenen PWM-System, mit meinem eigenen Controller, der PWM ausgibt, zu verknüpfen. Warum das und nicht dieses? Hier habe ich noch ein paar andere Kanäle, M1 und M2. Ich habe keine Ahnung, was die tun. Das müsste ich herausfinden. Das würde mir viel zu lange dauern. Ich bekomme jetzt einen Anruf, also beende ich mal das Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.